Truth or Lie. Klar Spiel, wären das kann ich sehr gerne machen. Wir spielen Truth or Lies, persönlich mein Lieblingsspiel. Wieso? Letztes Mal von fünf Punkten. Es ist Glück. Ja, ich gehe immer davon aus, dass es Glück ist. So, also, wir machen zwei Teams. Der Stefan und der Boris sind das Team und der Christian und der Schorsch sind das Team. Ich werde fünf Behauptungen euch vorlesen und ihr müsst herausfinden, ob das tatsächlich so passiert ist oder ob ich das vorher beim Kaffee trinken erfunden habe. Also, sind da wahre Geschichten drunter? Ja, sage ich ja oder nicht. Aber es kann wahr sein oder es kann sein, dass ich mir das einfach... richtig, Annika, von den letzten fünf? Ja, fünf. Es war kein Glück gewesen. Aber ja, diese Reibe richtig. Ist es einfach, ihr könnt einander zuschützen. Ihr habt kurz Zeit, euch zu beraten und dann müsst ihr dann, wenn ich sage, aufheben, aufheben. Ich könnte einander zuschützen. Ja, komm. So. Behauptung Nummer eins. Schweden ist das einzige Nationalteam auf dieser Welt, das nie verloren hat gegen Brasilien, wenn sie dann auch gegen Brasilien gespielt haben. Wieso, wenn? Sie haben nie verloren gegen Brasilien, wenn sie nie... Also sie haben keine negative Statistik als einzige. Aber es gibt alle, die nie gegen Brasilien gespielt haben. Genau, alle, die gegen Brasilien gespielt haben, ist Schweden die einzige, die noch nie verloren hat. Einfach alle Testspiele. Gegen Brasilien hat jeder mal verloren. So dumme Frage. So, zeigen. Gut, wir haben schon mal zwei verschiedene und der Stefan und der Boris sind recht. Das habe ich erfunden. Du bist ein grosser Spieler. Jeder hat schon mal gegen Brasilien verloren. Das hast du noch nie scheinbar. 1999 hat ein Spieler bei einem Premier League Club unterschrieben. Im Vertrag ist ausdrücklich gestanden, dass er nicht in den Weltraum reisen darf. Das war eine Klausel in diesem Vertrag. Wahr oder nicht? Könnt ihr kurz beraten? Das Einwand ist alles möglich. Ja, ich hätte jetzt ja. So, jetzt durchheben. Beide sagen ja, beide sind im Recht. Dritte Behauptung. Nachdem ein südkoreanischer Nazi-Spieler Italien bei der WM 2002 rausgehauen hat, hat er am nächsten Tag seinen Vertrag bei einem Serie A-Verein verloren. Die Begründung vom Präsidenten von dem ominösen Verein, er hat den italienischen Fußball zerstört. Was will er hier noch eigentlich? Das ist auch möglich. Das ist beim Diego ähnlich gelaufen. Das weißt du nie mal als Sportjournalist. Mal, ich weiß. Ah, ja, so. Legen wir euch fest, gut. Beide ja und beide haben recht. Das hast du nicht gewusst. Das ist 3 zu 2. 3 zu 2. Wir antworten gleich wie sie, dann können wir gar nicht verlieren. Dann schaust, jetzt schaust du nicht mehr. Jetzt dürfen wir eben nicht zeigen. Der Grund, wieso Grönland noch nicht der FIFA beitreten darf, ist ganz einfach. Es kann nicht genug Rasen auf Grönland wachsen für das Spielfeld. Ja, jetzt kannst du warten, wenn ich komme, gell? Was hast du? Beide haben Nein getippt und beide haben nicht recht. Es ist richtig. Also FIFA sagt, ihr könnt erst kommen, wenn ihr genug Klima habt, dass auch Naturrasen kann wachsen kann, nicht nur Kunstrasen. Darum dürfen jetzt kein internationales Spiel austragen. Rosa zeigt, dass es keine Rasen braucht zum Fußball. So, der Stefan hat mal Unrecht gehabt. Gut, die letzte Behauptung. Die Schweizer Bevölkerung hat 2008 an der EM offensichtlich Spass gehabt. 9 Monate nach der EM sind 30% mehr Babys auf die Welt gekommen als sonst. So, gleichzeitig zeigen, das ist wichtig. Ah, da kann ich nicht. Ja, komm! Gut, wir lassen es durch, jetzt sind beide recht. Nein, er hat gesagt, nein. Es sind beide recht. Es ist nicht so. Ich kann es ein bisschen abgeändert. Es ist Deutschland. In Deutschland ist es tatsächlich 2006 während der WM. Nach 9 Monaten nach der WM. Wer war der englische Spieler? Oh, das war ein Schimmler. Ja, 34 hast du mal verloren. Aber du hast nicht alle 5 gehabt. Ja, das ärgert mich jetzt, dass wir nur 4 von 5 haben. Nochmal. Das musst du doch wissen. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com.